Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Sch! Wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein, doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Einige Menschen können nicht pfeifen. Jetzt muss ich vor. Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Hey, was? So langsam! Da bist du ja! Amun, was ist hier geschehen? Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein.
Sie hat eine Gravur von Zognopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Sie haben ihm auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher, keine Soldaten. Psst, sprich etwas leiser. Scheiße! Das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten.
Eine prunkvolle Villa, errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe, oder stirb. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Naked Yadet! Hier endet es. Wachen, erledigt das. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich.